in der Hand, einen der SPD-Landtagsfraktionen und einen der AfD-Landtagsfraktionen. Und mit der Änderung dieses Schulgesetzes wird es zukünftig so sein, dass wenn ein Schüler einen dieser beiden Stifte mit zur Schule nimmt, gegebenenfalls einen Schulverweis erhält. Sie dürfen dreimal raten, um welchen Stift es geht. Es geht um den Stift der AfD. Diese Landesregierung möchte das Schulgesetz ändern, um zukünftig massiven politischen Druck auf Andersdenkende auszuüben, meine Damen und Herren. Und das ist nicht richtig. Sie möchten mit dieser Änderung des Schulgesetzes eben nicht nur bestimmte andere Dinge regeln, die gegebenenfalls auch sinnvoll sind, sondern Sie möchten vor allem einen sogenannten Extremismusparagraphen einführen, um diejenigen in unserer Schule mundtot zu machen, die eine andere Meinung haben, als sie hier im Landtag gegebenenfalls mehrheitlich vertreten. Und dass es Ihnen nicht darum geht, wirkliche Extremisten zu treffen, verdeutlicht der Paragraph, den Sie eingeführt haben. Und ich möchte da eine Passage einmal vorlesen, damit auch jeder draußen weiß, um was es Ihnen hier eigentlich, Herr Freiberg, als Minister geht. Ich zitiere: Bei Organisationen, die in einem Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als extremistisch benannt werden, wird die Verfassungsfeindlichkeit vermutet. Meine Damen und Herren, es geht hier also nicht mehr um Daten und Fakten. Es geht um bloße Vermutungen, die ausreichen, Schüler zu diskreditieren und mit Ordnungsmaßnahmen zu überziehen. Machen wir mal ein Beispiel. Schreibt ein Schüler eine Klassenarbeit mit dem Stift der AfD und diese AfD wird ja nun in einem Land, zum Beispiel in Thüringen, als extremistisch bewertet von einem sogenannten Verfassungsschutz, der politisch besetzt ist und politische Urteile oder Vorurteile fällt, dann gilt die Vermutung des Extremismusverdachts auch hier in Brandenburg, obwohl der brandenburgische Verfassungsschutz die AfD nicht als extremistisch einstuft. Und obwohl kein Gericht in diesem Land diesen extremistischen Straftatbestand oder diesen Status jemals festgestellt hat. Und jetzt geht es noch viel weiter. Was macht ein normaler Lehrer, wenn er ein Fehlverhalten feststellt? Er greift zu den Erziehungsmaßnahmen. Er würde, wie jeder normal denkende Mensch, mit dem Schüler reden, gegebenenfalls ein Elterngespräch machen, mit der Schulleitung sprechen. Aber nein, das soll zukünftig in Brandenburg nicht mehr möglich sein. Laut der Änderung des Schulgesetzes sollen die Erziehungsmaßnahmen bei Benutzen dieses Stiftes sofort übersprungen werden und sofort die Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden, meine Damen und Herren. Damit Sie wissen, was das heißt, das sind im Schulgesetz der schriftliche Verweis, die Überweisung in eine andere Klasse, der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht, wir erinnern uns an Corona, da haben Sie es ja massenhaft getan, die Überweisung an eine andere Schule oder der Verweis von allen öffentlichen Schulen hier im Land. Meine Damen und Herren, das, was Sie hier machen, ist nicht demokratisch. Das, was Sie hier machen, ist autokratisch und es hat in dieser Schule und bei uns im Land nichts zu suchen. Keine andere Landesregierung hat es jemals gewagt, so offensichtlich und so durchschaubar und so schamlos gegen den eigenen politischen Mitbewerber vorzugehen. Selbst der Landeselternrat und die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft wollten diesen Paragraphen streichen. Wir haben Ihnen ein Angebot gemacht, einen Änderungsantrag vorgelegt, diesen Änderungsantrag aus dem Schulgesetz rauszunehmen, damit Sie zeigen können, dass Sie wirklich eine demokratische Haltung haben, Herr Minister. Denn damit, was Sie tun, unterdrücken Sie unliebsame Meinungen. Sie zerren die Schulen in parteipolitische Auseinandersetzungen hinein, die dort nicht hingehören. Sie tragen Konflikte in die Klassenzimmer und Sie üben einen krassen Bekenntnis- und Handlungszwang auf Lehrer und Schüler aus. Unsere Lehrer haben doch Besseres zu tun, als zu schauen, womit unsere Kinder ihre Arbeiten schreiben, von welchen Organisationen sie T-Shirts anhaben. Unsere Lehrer haben genug damit zu tun, den Mist auszubaden, den Sie in den letzten Jahren verzapft haben, Herr Minister. Aber, meine Damen und Herren, was tut man nicht alles für den Machterhalt? Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Nehmen Sie unseren Änderungsantrag an, dann kann man diesen Änderungen im Schulgesetz zum Teil auch zustimmen. Denn es geht ja auch um andere Dinge. Es geht um die gemeinsame Schulentwicklungsplanung, kreisübergreifend, die durchaus sinnvoll ist. Ich habe es im Ausschuss ja gesagt, dass meine Fraktion dem zustimmen würde. Es geht um die Nachschärfung des Kindesmissbrauchs gegen Kindesmissbrauch. Und es geht um Schulassistenzen, die die AfD ja schon seit 3 Jahren fordert und sie aber als Schulverwaltungsfachkräfte bezeichnet.